herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Gabu, da hinten ist der Spawny. Hallo. Ja, in dieser Session oder in dieser kleinen Aufnahme werden wir hier hinten diesen Berg hier abtragen. Und das nächste Ziel ist es ja, Gehege zu bauen oder vielleicht doch dann Stall oder wir müssen das erst ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall werden wir hier den Berg abtragen, weil hier hinter dieses Haus soll der Stall. Ja, weil da hinten ist Gehege. Oder das Gehege, der Stall, das Gehege, so wie es uns kommt. Wir haben uns schon ein paar Schippen vorbereitet. Schweinehaufen. Was ich sagen wollte ist, wir haben ab jetzt oder ab Folge 56, genau, ab heute Folge 56, sind die Links für die aktuellen Mods, die wir benutzen, immer unter den Videos verlinkt. So. Genau. Ja, wir fangen mal an, hier abzutragen. Ist ja klar, dass hier drunter, ne, ist doch Erde. ja, wir werden jetzt hier abtragen, so viel wie es geht, und werden euch ein bisschen was erzählen. Wir fangen mal mit SimCity an, Andi, wa? Würde ich mal sagen. Ja. SimCity, ein absolutes geiles Spiel. Wir können erstmal sagen, ab Folge 7 geht's bei uns eigentlich erst richtig los, dass wir euch nochmal erklären, wie was funktioniert. Genau. Irgendwie ist das Spiel bei mir ziemlich laut. Ja. Und, ja, wir haben gestern eine übelst lange Session gemacht. Also, oh, das ja. War richtig krank. Also, wenn wir anfangen, können wir auch nicht aufhören. Das ist so wie in Minecraft. Dann packt uns ja das Fieber. Komm, lass mal eben zwei, drei Videos machen, dass wir was für die nächsten Tage haben. Okay, 5 Stunden später. Wie viele Videos haben wir jetzt? 12. Okay. Ja, so in dem Sinne. Scheiße, war gar nicht so geplant. Wir wollten auch auf die Kommentare achten, aber man vergisst halt schnell die Zeit in dem Spiel. Zurzeit geht es mit den Servern. Also wer sich das Spiel nicht holen wollte wegen den Servern, ich sage, das Problem ist bis zu 80% behoben. Und ja, kann man so sagen. Und wir reden, heute wurde Folge Minecraft 95 veröffentlicht, also wisst ihr vielleicht ungefähr, wie weit wir jetzt sitzen. Genau. Auf jeden Fall ist zu 80% das Problem mit den Servern behoben. Sie patchen auch jeden Tag irgendwas. Also da muss man wirklich mal einen großen Lob aussprechen, auch wenn das mit den Servern scheiße war. Sie versuchen wirklich alles hinzubekommen. Also wir ja. Haben das Gefühl gehabt, sie arbeiten 24 Stunden. Weil eigentlich sitzt der Hauptsitz in Kalifornien und dann auf einmal hast du unsere Tageszeit, wenn da eigentlich Profen angesagt ist, denke ich immer, wurde da ein Update gemacht. Es war nachts bei uns 3 Uhr, es wurde Updates gemacht. Also ich glaube, die haben wirklich 24 Stunden gearbeitet. Ja. Denke ich auch. Wer sich so ein bisschen mit dem Spielemarkt... Ah, ich habe mal wieder keine Uhr angehabt. Ist ja typisch. Geht gleich los, die erste Folge. gleich länger. Wenn man... EA kennt oder den Spielemarkt ein bisschen beobachtet, weiß, dass EA derjenige ist, der wahrscheinlich die wieder ein bisschen unter Zeitdruck gesetzt hat. Und deswegen sind wieder nur halbfertige Sachen. Genau. Also wir sind es nicht anders gewohnt. Wir sind es nicht anders gewohnt mit den halbfertigen Sachen. Und ja, können da halt auch nichts gegen machen. Ich finde das mit der Erde abtragen, Andi, ist gar nicht so wild, wie ich gedacht hätte. Nee, ich dachte auch, das wäre mehr. Oh, das geht richtig schnell und gut. Ja. Super. Ja, wir wollen ja auch unbedingt hier so einen Hexenturm bauen. Oder so ein Teil, wo wir verzaubern können, so eine Bücherei. Und wir brauchen ja auch Kühe dafür. Ohne Kühe genau. Geht's ja nicht. Lady. Genau. Und das eigene Leder von Rücken ziehen, das reicht nicht. Genau. Das klappt halt nicht so ganz. Ja, es wird auf jeden Fall SimCity, ich glaube, bei uns sehr, sehr lange geben. Oh ja, das hoffe ich auch, denke ich aber auch.
Also gehen wir voll von aus. Ja, da, warum Tomb Raider nicht gekommen? Wir haben das ja hier groß angekündigt im Minecraft. Tomb Raider ist wirklich nicht gekommen, weil der Andi wirklich aus privaten Gründen einfach keine Zeit hatte. Und ja, es gehört halt einfach dazu, dass wenn man keine Zeit hat, hat man keine Zeit. Leider. Ja, heute ist Endgame rausgekommen vom Battlefield. Vielleicht schaffen wir es heute noch ein paar Folgen. Aber versprechen können wir es nicht, weil wir uns heute mit Steiner und Heckler und Koch treffen, um wieder Metal of Honor aufzunehmen. Und Metal of Honor geht bei uns auf dem Channel eindeutig vor. Genau. Außerdem müssen wir die Tage sagen, haben wir Battlefield geredet. Wir wollen jetzt nicht schlecht reden, aber wir sind uns irgendwie verarscht gekommen im Battlefield. Irgendwie hat nichts geklappt. Wir haben das so aus Spaß gespielt. Und oh, ne. Manchmal waren wir schlecht, Andi, ne? Ja. Also, war grauenvoll. Ganze Zeit immer versucht, die Gegenseite sich zu heilen. Immer zueinander gelaufen, E gedrückt. Nichts genau. Passiert. Also, ja. Keine Drohne am Himmel gewesen, nichts. Also, schon sehr grauenvoll gewesen. Oh ja. Also was man früher eigentlich kritisiert hat im Metal auf vorne, hat man sich gut dran gewöhnt und ist besser wie dieses scheiß Midi-Kit, was man auf den Boden wirft. Ja. Aber vielleicht nimmt anspruchsvoller auch das Spiel. Genau, vielleicht nimmt Battlefield ja dafür mal so ein paar Anhaltspunkte. Man weiß es ja nie. Es kommt ja aus demselben, nicht Haus, aber aus demselben Standort. Nämlich der Hauptmann ist ja EA. Und das darf man nie vergessen. Die sitzen eigentlich überall mit drin. Ist halt der Größte. Ja, meine Schaufel letzte ist gleich kaputt. Ich habe noch anderthalb. Ja, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt gehe ich mir gerade eine neue machen. Ja, das ist das Schöne. Wir haben ja hier hinten extra den Ausgang gemacht. Die Tür werden wir dann wahrscheinlich umlegen oder gleich ein bisschen mit Erde hier alles verbreitern. Aber das sehen wir dann gleich. Wie Erde haben wir jetzt erstmal genug. Ja, wir haben ja jetzt eh nicht mehr so die Probleme, finde ich, Andi. Nee, das auf keinen Fall. Also. Jetzt habe ich keine Holzstäbe oder was. Och Mann. Solche Sachen wollten wir doch eigentlich immer im Haupthaus lassen. Naja, wir müssen eh noch viel umräumen. Aber das könnt ihr mal eigentlich in den Kommentaren schreiben, Leute. Sollen wir das Lager umräumen und das aufnehmen? Jetzt ist die Uhr schon wieder aus. Ich bin sofort wieder da. Einen Augenblick. Oh, da bin ich wieder zurück. Wir brauchten Stäbchens. Jedes Stäbchen gibt ein Tämchen. So, die nehmen wir uns mit hier. Hüpsa. Dann machen wir uns da gerade ein paar Stäbchen draus. Hüpsa. Ja, ein Stack sollte reichen. Die Stäbchen werfe ich dann ins Haupthaus. Wenn da jemand sich was bauen will aus Stahl, dann haben wir gleich die Stäbchen damit bei. Ach, den können wir behalten. Andi, kommst du und wir gehen dann erste Runde. Jo, ab ins Bett. Hayabubu. Ja, da habe ich mir nämlich gleich hier zwei neue gemacht. So. Ab ins Bett. Na, wolltest du in Mainz gehen? Da steht nee, ein Name dran. Über den Balkon. Ach so. Reingekommen. Ja, was kann man noch? Ja, Battlefield 4 wurde ja groß jetzt angekündigt. Es geht wohl so bald los. Ja, wir lassen uns überraschen. Oh ja. Wird wohl auf der nächsten Messe vorgestellt. Wir wollen schauen, wie lange oder wie, was sie sich da einfallen lassen bei dem Spiel. Die Grafik soll ja nochmal ein bisschen gepimpt werden. Ja. Also da lasse ich mich wirklich überraschen. Oh ja. Ja, und dann habe ich ja schon im letzten bei Euro Truck Simulator darüber geredet, dass ich es eine Frechheit finde, dass zurzeit die Spiele zu kurz sind. Oder dass so eine Scheißfunktion wie bei Tomb Raider
eine Sicht reingemacht wird, wo die ganzen Sachen gezeigt werden. Keine Überlegung mehr. Also, dann wundert es mich nicht, dass unsere Jugend verblödet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, nur noch Gehirn ausschalten und drauf loshämmern. Genau. Wir müssen doch mehr, ne? Da hinten ist ein Creeper, der hilft uns. Komm her. Jawohl, dankeschön, Creeper. Ich glaube, wir müssen noch mehr. Ich weiß nicht, wo ich dieses Loch gemacht habe. Das Loch haben wir schon. Hier. Hier habe ich das Loch gemacht. Okay. Doch noch ganz schön viel. An die da ab. Man wollte schon breiter machen. Ach so, sind wir noch nicht beim Mittelgang? Doch, doch. Sind wir schon. Auf jeden Fall werden wir gleich in Gehege hinklatschen, werden ein bisschen Gänge machen. Und dann brauchen wir unbedingt auch noch Glowstones aus der Höhle. Ach, eigentlich haben wir noch so viel Sachen hier zu erledigen. Ups, da haben wir zu viel abgetragen. Ja, und irgendwann steht auch mal wieder ein größeres Projekt an, was wir natürlich bauen. Aber wir müssen ja jetzt erstmal zusehen, dass wir die Grundversorgung hier in die Gänge kriegen. Wenn man das mal so nimmt. Weil die steht ja gar nicht an die. Nö. Ja, wir können uns keine Wolle machen für irgendwas. Wir haben keine Eier für Kuchen, sage ich jetzt einfach mal, um den Leuten das. Kein Fleisch. Kein Fleisch, kein Leder. Ja, eigentlich nichts. Ne. Aber hier drei große Gebäude stehen, ne? Richtig. Also, naja. Eigentlich völlig falsch angefangen sind wir. Aber gut. Es klappt ja auch so, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Pro Grundversorgung, ich muss mal gerade was essen. Ram, 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 da hauen wir uns was in die Kieben. So. So, weiter geht's. Sehr. Was stand denn noch auf dem Plan? Oh, hier hat der Andi ein Loch gebuddelt. Ja. Aber gar nicht viel Stein darunter. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, wir würden dadurch noch ganz ohne Ende Stein abbauen. Gut, Erde geht eine ganze Ecke schneller. No. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wir haben jetzt hier nur ein Berg abgetragen und wir werden hier noch ohne Ende abtragen müssen. In dem Gebiet, wo wir hier sind. Oh ja. Und das, daran sieht man einfach, dass unser Lager gar nicht so unüberlegt war zu bauen. Also von der Größe angeht. Also finde ich jetzt zumindest. Was hast du? Was? Schaufel weg. Muss ich machen, eine Schaufel. Ach so. Hast du dich schon mit der Hände gehauen, oder was? Die. Na, so ein Scheiß. Voila, hier alles kaputt. Ach Leute, das geht aber echt fix hier. Mit zwei Leuten ist so eine Erdemauer ein Schiss. Ja. Das stimmt. Also das ist ja wirklich nichts. Ja, bis hier vorne hin müssen wir da. Der Andi schon einen Schnitt reingehauen. So in etwa, ja. Und dann haben wir gleich die Fläche fertig. Dann müssen wir gucken, wie wir die vier Gehege hier reinkriegen. Vier Stück brauchen wir. Kühe, Schafe, Ziege, Schafe, Kuh, Bahn, Schwein, Eier, Huhn. Und Huhn, genau. Mä, Oink und Kikiriki. Genau. Dann hätten wir eigentlich die ganzen Viecher zusammen.
haben wir in einer Folge komplett hier die Mauer abgerissen. Sieht ganz so aus, oder? Absoluter Wahnsinn gerade hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sah irgendwie nach mehr aus. Naja, jetzt habe ich keine Schaufel mehr, den Rest musst du machen. Das soll ich wohl hinkriegen. Ja, und voll bin ich. Ich bring mal gerade die Sachen weg. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Juhu.